Erst die Löwen besiegen, dann das Finale. Vor zwei Jahren hat der SCM zuletzt den DHB-Pokal gewonnen. Sie würden zu gern wieder auf dem Rathausbalkon stehen, wie Sonntag die Fußballer vom FCM, die ihnen alles Gute wünschen für den Erfolg. Gibt Gas, macht's noch einmal, holt den Pokal nach Magdeburg und ja, vielleicht können wir dann am Sonntag zusammen feiern. Ich würde mich riesig freuen darüber, also haut die Bälle rein und kommt ins Finale und holt das Ding. Ja, FCM-Stürmer Christian Beck drückt nicht nur den Handballern die Daumen, er freut sich auch aufs Spiel gegen Chemnitz. Der FCM wird dabei im neuen Trikot auflaufen, das heute schon mal vorgestellt wurde. Und das war auch nicht das einzige Thema auf der heutigen Pressekonferenz. Ein weiterer FCM-Abgang ist seit heute fix. Nach Tobias Schwede zieht es noch einen Offensivmann nach Paderborn. Julius Düker verlässt nach zwei Jahren den ersten FC Magdeburg und geht ausgerechnet zum Mitaufsteiger. Der Markt ist ein anderer, wo wir uns jetzt bewegen. Das Haifischbecken wird größer und mit größeren Fischen. Und wir müssen halt zusehen, dass wir da eben nicht so schnell weggeschnappt werden und unseren eigenen Weg gehen. Wenn Joker Düker spielte, rief er seine Leistung stets ab. 4 Tore, 5 Vorlagen seine Bilanz in dieser Saison. Schon länger hatte sich der 22-Jährige mit seinem Wechsel beschäftigt. Ja, wir haben ja schon vor einigen Wochen darüber gesprochen. Er hatte mir das schon mitgeteilt und ja, ich finde es schade. Vielleicht ist es so, dass er jetzt Paderborn natürlich da schon vor Ablauf rauskommt. Aber das obliegt ja auch jedem Verein, das zu entscheiden, wann man irgendwas vermeldet. Insofern ist es dann so und hat uns aber nicht überrascht an der Stelle. Der erste FC Magdeburg wird seine Neuzugänge wohl erst nach Saisonende bekannt geben.